viel zu weit gelaufen. Wow, Respekt. Okay, wir müssen zurück. Dum di dum di dum. Obacht. Dum di dum di dum. Oh Mann, wie habe ich denn das jetzt fertig gebracht, zu weit zu laufen? Okay, du siehst dann aus, als könntest du eine Wegbeschreibung brauchen, Nein, Baby. Ich brauche immer noch keine Wegbeschreibung, danke. Wisst ihr, sie bekommt ja viel mehr da ab, aber Rivas verbiegt sich. Das ist das Logo der Hand That Feeds. Praktischerweise deutet es in Richtung des Eingangs. Ah, okay. Dann folgen wir dem Logo. Dann ist das hier wahrscheinlich der Eingang. Ja, yep, ist der Eingang. Mal schauen, was jetzt passiert. Außer, dass der Ladebildschirm wieder lange braucht. Okay. Risa. Wer ist Risa? Der Typ müsste Risa sein. Mein Freund, der hart daran arbeitet, die Welt zu retten. Mit einer Geschichte nach der anderen. Okay, die Dings ist auch interessant, dieses Kommunikationsterminal. Sprechen wir mit ihm. Wie geht's? Na, stürzt du Regierungen und deckst Konzernverschwörungen auf? Tagtäglich. Wie war, du weißt schon was? Die Therapiesitzung? Hat gesessen, schätze ich. Schätzt du? Ich weiß, dass er es gut meint, aber ich bin nicht in der Stimmung für noch mehr Psychotherapie. Ich wünschte, wir würden uns das mit der Psychotherapie für später aufsparen, aber ich weiß, dass er es gut meint. Ich weiß, dass das Thema. Können wir später darüber reden? Zu Hause? Also, du arbeitest. Woran gerade? An mehreren Dingen. Vor allem diese brutalen Einsätze. Es kursiert jede Menge Zeug darüber, das Syndikat würde Teile der Metro schließen, Identitätskontrollen ausweiten, bei Newsfeeds Razzien veranstalten. Wir rechnen mit dem Schlimmsten. Und das liebst du? Das würde ich nicht sagen, aber es ist aufregend. Wir können etwas bewirken. Oh, ich bete, dass sie es mit einer Razzia bei der Hand versuchen. Sully bereitet schon die Gerichtsklagen vor. Wir verklagen sie wegen emotionaler Traumatisierung, unrechtmäßigen Eindringens, Sachbeschädigung und Behinderung der Pressefreiheit auf 300 Millionen Yuan. Er freut sich drauf. Das tue ich wirklich. Sollen sie nur kommen. Bist du auf dem Weg zum Laden? Willst du mich schon loswerden? Ich bringe dir das Mittagessen. Käsesuppe, wie üblich. Ich verzeihe dir. Du kannst bleiben, aber wir können nicht reden. Ich muss die Story fertig kriegen. Über die brutalen Einsätze? Nein, den neuen Softdrink Bingo Dreamer. Anscheinend haben sie bei der IBL-Freigabe im Schnellverfahren ein paar Stufen übersprungen. Manche Kunden meinten, den Bingo-Dingo zu sehen, nachdem sie eine Dose getrunken hatten. Wir schaffen es vermutlich, dass das Zeug aus den Automaten verschwindet. Das ist mein Freund. Er reißt heldenhaft Brause aus den Regalen. Ich bin ein moderner Gilgamesch und rette die Welt vor halluzinogenem Zuckerwasser. Danke fürs Essen. Das war lieb von dir. Ich schätze, ich mach dann das Abendessen. Du schätzt richtig, Siomal. Ach, ich werde spät nach Hause kommen. Ich mache Wahlkampf. Irgendwelche besonderen Wünsche? Nichts Schweres. Sind die Membranen repariert worden? Ich habe im Gebäudenetz angefragt, aber keine Antwort. Sei bereit für das Schlimmste. Ich kann nicht glauben, dass wir in einer Wohnung ohne Klimaanlage leben. Sobald ich mehr verdiene, ziehen wir aus. Ich will Propass nicht verlassen. Nein, die Gegend gefällt mir. Aber ein modernes Gebäude wäre schön. Nichts mehr mit strahlend Wohnen im Sonnenscheinplaza von Original Consumer Goods. Sei's drum. Hier, das Mittagessen. Ich muss weg. Viel Spaß im Laden. Grüßt du mir bitte die Spinnerin? Mira. Komm schon, sie ist keine... Naja, doch, ist sie. Mira ist eine Spinnerin. Daran führt kein Weg vorbei. Okay, dann gehen wir jetzt zu Arbeit. Inferno. Backsteinviertel. Wir werden es herausfinden. Achso, ich kann ja laufen. Ich kann ja schneller laufen. Ich vergesse aber wieder, dass ich schneller laufen kann. So,
Na, was passiert denn jetzt? Außer, dass wir schon wieder lange im Ball. Ich hasse Ladebildschirme. Aber es geht noch. Es gibt schlimmere Ladebildschirme, finde ich persönlich. Also, das hier ist noch ganz harmlos. Würde ich jetzt mal meinen. Okay. Komm schon, Ladebildschirm. Beende dich. Zehn Stunden später. Dam-di-dam-di-dam-di-dam-dam. Jetzt. Okay. Tagebuch aktualisiert. Wegen einer getroffenen Entscheidung arbeite ich dort. Okay, cool. Ich notiere als Hinweis an mich selbst, ohne es einen Hinweis. Ach, scheiß doch der Hund drauf. Ich notiere als Gedächtnisstütze, keine Käsesuppe mehr, mein Freund muss abenteuerlustiger werden, mein Freund muss seine Wohlfühlzone verlassen und andere kulinarischen Genüsse ausprobieren. Wie vielleicht gleich mal Dinge, die keine Käsesuppe sind. Und ich will mir kurz Zeit nehmen, Zoe zu sagen, es ist okay, dass Wiese so in seiner Arbeit aufgeht. Es hat nichts mit dir zu tun, es ist nicht deine Schuld, das wird schon ehrlich. Ich meine, das ist doch Sinn. Das ist doch der Sinn dieses Tagebuchs, Dinge aufzuschreiben, die mein gegenwärtiges Ich eine Perspektive liefern, auf meinem künftigen Ich einen guten Lacher. Und meinem künftigen Ich einen guten Lacher. Ja, kann man durchaus sagen. Aber war das echt alles? Habe ich gerade nur das Problem, oder? Ah, lädt gerade nichts, wollte ich gerade sagen. Hä, wo sind die anderen Tagebucheinträge hin? Lol. Okay. Gut, dass wir sie vorher gelesen haben. Wisst ihr, sie bekommt ja viel mehr da ab. Aber Rivers So, dann wollen wir mal gucken, wo das denn vorne ist. Ich sehne mich danach, dir zu zeigen, wo es lang geht. Dann Miras Inferno. Weißt du, wo sich der Propast Autoservice befindet? Ganz und gar mein Fehler. Ein Moment, ja, es gibt noch Uminska. Natürlich weiß ich das. Nur wurde die Werkstatt schon vor Jahren geschlossen. Aber Entscheiden ich kann Sie dir den sich Weg mal zeigen. für eine Richtung. Dorthin möchte ich. Mit Ihrem Kein Postkurs? Problem, Partner. Das Gebäude steht noch, direkt im Backsteinviertel. Dem Stadtnetz zufolge ist es verlassen. Also gib Acht auf Hausbesitzer Nein, und andere unerwünschte Personen. Und wenn du einen ballernden Krähen-Cowboy brauchst, der aus allen sechs Läufen feuert und dich an jeden Ort in Propas führen kann, dann ruf einfach nach Krähenboy. Die Karte gefällt mir irgendwie. So, dann wollen wir Diese mal. Werbebots sind überall. Manchmal glaube ich, sie haben es speziell auf mich abgesehen und wollen mir auf die Nerven gehen. Okay, dann wollen wir doch mal zurück. Wir sind auf jeden Fall. Die Leute vom Ei sind überall. So viele von ihnen habe ich noch nie auf den Straßen gesehen. Naja, eine größere Sicherheit ist ja eigentlich gut. Irgendwie. Ja, wirklich irgendwie. Weil, je nachdem, was das hier wird, könnte es auch negativ sein. Okay, wir sind schon wieder im China-Viertel. Warte mal, wir müssen doch eigentlich hier richtig sein. Nein. Ich würde gerne einfach Nein. nur. Aber es dauert Nein. nur. Ich glaube, Sie werden Verzieh sehen. dich! Oder ich aktiviere mein Abwehrsystem und jage dir 80.000 Volt durch deine Metallbirne, du Matachona Ramsada! Einen traumhaften Tag noch, Madame. Ich hab doch gesagt, verpiss dich, du Metall! Ich bin's doch, ich! Ich? Wer ist denn ich? Ich kenne eine Menge Ichs. Zoe, Zoe! Alter, du hast Glück, dass ich mein Abwehrsystem nicht eingeschaltet habe. Sonst wärst du jetzt schön knusprig geröstet. Komm rein. Ja, wirklich gut, dass ich nicht, dass sie das nicht gemacht hat. Weil knusprig geröstet zu sein, will ich mir nicht vorstellen. Okay, die Lady hat auf jeden Fall ein harsches Mundwerk. Aber das war ja, glaube ich, schon von Anfang an irgendwo mal erwähnt worden. Ich glaube, in ihrem Tagebuch wurde das schon erwähnt. Und sie nennt es ja eine Irre, glaube ich. Gott verfluche diese beschissene, scheißige Scheiße! Scheiße! Steh da nicht bloß rum, du Witzfigur, du Verdammte! Oh, du kotzt mich gerade dermaßen an, du dämlicher Einfallspinsel!
Ja, ja, tu ruhig weiter so, als könntest du mich nicht hören. Das ist überhaupt nicht nervig. Ich will dich dann ja auch gar nicht mit einem Stück Draht erdrosseln. Ich habe nicht 57.000 Yuan für Metallschrott ausgegeben. Wir sorgen dafür, dass die Dinger glänzen und schweben und nicht explodieren oder kleine Kinder angreifen. Das mit den Kindern wäre mir ja egal, aber manche Leute hängen an den dreckigen, scheißenden, kreischenden Biestern. Und wir können es uns nicht leisten, die Kunden zu verärgern. Okay. Ist das ein ungünstiger Zeitpunkt? Das ist ein beschissener Zeitpunkt, Kotria. Aber ich bezahle dich ja nicht für das Privileg, meiner scheißigen Scheiße zu entgehen. Du kommst da bis zum Kinn mit uns rein. Ich bin bereit. Halt mal, du bezahlst mich? Seit wann bezahlst du mich? Wie ich dir letzte Woche schon gesagt habe. Wenn die verdammten Banken Geld nicht rechtzeitig überweisen können, mach sie für ihre Inkompetenz verantwortlich, nicht die Botin. Sollte ich mir das aufschreiben? Gibst du deinem Freund mit diesem Mund Küsse? Jeden Tag. Also, was mache ich? Ich kann weiter die Bestellung aufnehmen, die... Und Benchot, wen kümmern neue Bestellungen, wenn wir nicht mal bei denen, die wir haben, mit der Lieferung nachkommen? Mann, bei diesem Tempo sind wir am Freitag pleite. Unsere Gläubiger lassen das hier alles niederreißen und uns öffentlich hinrichten. So, heute verdienst du dir dein Brot und deinen Slivovitz, indem du etwas tust, was wirklich nützlich ist. Wir verpassen einer meiner generalüberholten Bots eine Gehirnwäsche. Neuronale Programmierung, Süße. Ich darf tun, wofür ich eigentlich eingestellt wurde? Juhu! Ich hab dich nicht eingestellt, damit du mir pampig kommst, Bancroft. Das kriege ich schon von Wit genug um die Ohren. Der Vollidiot weiß genau, wie er mich in Rage bringt. Ja, halt einfach weiter die andere Wange hin, Haramsada, du Matterchott. Oh, ich wette, du täuscht deinen Autismus vor, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ey, du bist so ein scheiß Hundebaby, Wit. So ein elender Gandu. Kein Wunder, dass deine Amma dich direkt im Müllcontainer geworfen hat. Also, wir müssen diesen generalüberholten Bot verkaufsbereit machen. Und der Chodo ist ein größerer Idiot als Wit da drüben. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich habe das Ding grundformatiert und den Speicher gelöscht. Aber beeindrucken kann man damit noch niemanden. Und an der Stelle kommst du ins Spiel, Süße. Geh mit Scheißbot Gassi. Lass ein paar Testszenarios laufen und schau, wozu das Ding gut ist. Und was ist mit der neuronalen Programmierung? Die Programmierung übernehme ich, Süße. Du kümmerst dich bloß ums Testen dieser Blechbüchse. Heute bist du nur Testerin. Okay, Tagebuch aktualisiert. Hä, ich verstehe das manchmal nicht. Ah, Montagnachmittag heiß feucht. Montagnachmittag heiß feucht. Wieder ein Tag im Büro. Mira brüllt rum, ohne jemanden Bestimmtes zu meinen und wirft Sachen nach Wit. Wit geht das an der Backe vorbei. Ich soll Dinge erledigen, die nicht das geringste mit meinem Jobbeschreibung zu tun haben. Oh, Moment mal. Nein, heute ist der Tag, an dem ich etwas erledigen soll, das wenigstens ein bisschen was mit meinem Jobbeschreibung zu tun hat. Halleluja. Okay. Sind Sie mein neuer Mensch? Nee, wir werden nur heute zusammenarbeiten. Ich bin nicht sicher, ob mir das angenehm ist. Ich bin nicht sicher, ob das eine Rolle spielt. Sind Sie hygienisch? Sie sehen ein bisschen unhygienisch aus. Ernsthaft? Reden wir mit dem Bot. Beim Warten stapeln sich meine Leerlaufprozesse. Sie fühlen meine Aufgabe sich für heute? Mit dem... Scheißbot Gassi zu gehen. Ich sollte ihm wirklich einen weniger anstößigen Namen geben. Scheißbot. Okay. Ist echt ein interessanter Name. Ja, dann gehen wir halt mit ihm Gassi. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie man mit einem Bot Gassi gehen kann. Aber okay, es ist ein Spiel. Wenn das Spiel will, dass ich mit einem Bot Gassi gehe, gehe ich mit einem Bot Gassi. Mit Scheißbot. Oh Mann. Das Spiel ist ab 12, glaube ich. Ich hole die Hülle vor, wartet. Das Spiel ist ab 12. Aber ist okay, es sind ja keine direkten Beleidigungen, muss man dazu sagen. Also, na. Also so schlimm ist das jetzt, denke ich mal, nicht.
Und es gehört ja auch einfach zu ihr dazu, zu dem Charakter. So, das sind wir mit. Müssen wir denn ins Freie? Ich mag das Freie nicht. Das könnte ein Problem sein. Es ist so weitläufig. Das ist... Tja, das ist ja irgendwie... Was das Freie ausmacht. Die Weitläufigkeit. Es ist sehr laut. Es könnte Attentäter geben. Gehen wir wieder hinein. Was? Nein, du hast... Wir haben einen Job zu erledigen. Das gefällt mir gar nicht, aber... Na gut, wo möchten Sie, dass ich anfange? Okay, mal schauen, womit wir anfangen. Mach mal ein Bot-zu-Bot-Verständigung. Wir könnten deine Fähigkeit testen, mit anderen Bots zu kommunizieren. Kannst du anderen Bots in der Gegend Nachrichten senden und fragen, ob einer Hilfe braucht? Ich bin nicht besonders gut im Senden von Nachrichten. Versuch es mal. Ablehnung vertrage ich nicht so gut. Sicher? Können Sie es nicht versuchen? Ich hoffe, Mira hat nicht viel für dich bezahlt, weil, ganz ehrlich, in der Sonnenscheinplaza arbeiten ein paar Bots. Gehen wir dorthin. Schubdüsen an. Halten Sie nach Attentätern auf Ausdächern Ausschau. Im Ernst? Überall Attentäter. Nicht wirklich, nein. Genau das würde ein Attentäter auch sagen. Dieser Bot, Alter. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Ja doch, man kommt hier hoch. Okay, wir müssen nur ein bisschen in die Richtung. Kaprova. Ich kann mal ein paar Sachen betreten, aber würde ich jetzt eher nicht so empfehlen. So, hier sind wieder U-Bahn-Kontrollen. Da ist ein Hochgang. Wie sitzen überall diese Dream-Junkies? Mit den Dream-Machines. Die sind echt nicht gesund. So, das Sonnenscheinblaser war doch hier, glaube ich. Wo ist eigentlich Scheißbot? Ich habe Scheißbot verloren. Du kannst mich durch nichts davon überzeugen, dass dieser Kaiser Konstantin... Musst du ihn so nennen? Das ist dermaßen abwertend. Konstantin wollte wo waren das Sonnenscheinblaser? Dieter Gross, verlässlich, konservativ. Ah. Langweiliger alter Weißer. Da ist die Allianz wird nicht gewinnen. Sie hat Europolis in den letzten 7 Jahren in Grund und Boden gewirtschaftet. Was glaubst du, wer hinter den Kontrollpunkten... Da war der Scheißbot. Wo war denn das Sonnenscheinblaser? Über auf der richtigen Ebene? Hier ist eine Sackgasse. Okay, hier sollten wir nicht lang gehen. Da unten wäre ein Cowboy. Wo war das Sonnenscheinblaser? Das war doch hier runter. Glaube ich. Hoffe ich. Also es muss echt zu so einem Bot gehen und mir nochmal eine Wegbeschreibung geben. Eine Karte. Hä? Da unten war die Dings. Was haben wir hier? Irgendwie... Werde ich gerade. Ah, das ist die Shehadi-Terrasse. Da war doch deine Nähe des Sonnenscheinblaser. Diese Werbung macht mir aus irgendeinem Grund eine Gänsehaut. Wow, von der fiesen Sorte. Tagchen, Partner! Wohin soll's denn heute gehen? Zu Hause. Unsere Wohnung Wo ist das Sonnenscheinblaser auf der Karte? Das von Original Consumer Goods gesponsertes. Scheinplaza ist der einzige Ort in Propast mit einer künstlichen Sonne. Und es ist brandheiß. Jeha! Du kannst gern jederzeit wiederkommen, hörst du? Danke. Okay, wir müssen hier runter, dann nach rechts.